Was geht ab? Mein Name ist OG Kimo. Ich bin hier heute bei Diffus und die zeigen mir heute ein paar alte Tweets von mir. Und ja, schaue ich mir ein bisschen was an. Das Bild, wo ich mit einer Sichel flex, steht 2018, Digga, flex wie ein 1870, Digga. Ja, das ist der neue Flex, das kommt zurück, habe ich gehört. Wir schießen nicht mehr mit Dracos und sowas, aber so. Jetzt mit Sicheln, Bro. Komm zurück und Heugabeln auch noch und Fackeln, Bro. Tut mir leid, Herr Martin, Ihre Cholesterinwerte sind im Bella. Sagt er. Keiner schreibt mal mit. Sie haben Brebs, Herr Martin. Das macht nicht mal Sinn, weil das einfach mit K geschrieben wird auch. Ja, Mann. Aber das ist die Blurt-Sprache. Wir alles mit der, Mann. Wir alles mit C, mit B ersetzen. Classic, Mann. Ich frage Mädchen statt Nudes nach Candy Crush. Das Lustige dabei ist, ich habe so, Junge, das ist einfach wahr. Ich habe irgendwie so damals, ich weiß nicht, wann war das? 2017, ne? Ich habe da damals, hab mich irgendeine geedit und sowas. Und ich so, ja, irgendwie die Stars. Und ich sag so, nein, Mann, ich hab Freundin und sowas. Aber wäre cool, weil ich so war so voll am Suchten gerade, Candy Crush und sowas. Hab gesagt, wäre cool, wenn du mir Candy Crush Leben schenken könntest. Da steht's. Stellt euch vor, heißester Straßenrap Newcomer ist gleichzeitig der national sechstbeste Candy Crush Spieler. Ja, neuer Flex. Ja, Mann, die liegen hier bei Dings, Alter. Ich hab selber meinen eigenen Account geleakt. Nille Pete. Ich bin mittlerweile wahrscheinlich, kann ich gucken kurz, noch besser. Ey, ich bin schon heftig weit, so. Ich bin ehrlich mit dir, Bro. 3308 bin ich. Was heißt das, Platzierung? Nee, das ist mein Level, wo ich gerade bin. Ich spiele das seit 2013, Alter. Ich habe mal so ein Jahr Pause gemacht, einfach eine kreative. Und ja, Mann, meine Schwester ist auch voll dabei. Meine kleine Schwester, die ist auch, die ist so, ist nicht 200 Level hinter mir, Alter. Okay, Culture Candela, Mutprobe. Wenn ihr Ei habt, droppt ihr nie wieder Musik. Ja, Mann. Kann ich das sagen? Ich sage, fick Culture Candela. Nein, Mann, grauenhafte Musik einfach. Ich hab nicht mal einen Grund, außer dass die einfach grauenhafte Musik machen. Obwohl ich mich schlecht fühle, weil so vor ein paar Tagen hat Matteo mein Shit geliked. Ein Block mich fuck, Digga. Steht hier Matteo. Er hat mich auf Twitter hat er mich geblockt und auf Instagram hat er aber mein Shit geliked. Matteo Berlin hat dich geblockt. Eiskalt, Mann. It be like that. Flair hat mich auch geblockt, aber auf meinem alten Account. Und den Warum? Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Es war irgendwas, er hat wieder irgendwas Flair-mäßiges gesagt und ich habe irgendeinen lustigen Kommentar einfach gesagt. Es war nichts Schlimmes, es war kein Diss oder so, ich habe einfach nur ein bisschen sowas Labers oder so nach dem Motto. Ich mache den Scheiß nur, damit meine Chancen steigen, mal Daniel Aminati zu treffen, damit er diese Rückhand fangen kann. Damn, Mann. Warum? Was haben die gemacht, alle? Einfach fick Daniel Aminati, der Nigger kommt aus Ghana. Der glättet sich die Haare. Fuck out of here. Der denkt, der ist lustig, weil der so zweimal deine Mutter sagt bei TAF. Mein Cousin hat einen blinden Nachbarn und immer wenn er bei ihm ist, macht er Mucke an und bunkert Ott bei ihm. Ich wünschte, das wäre gelogen. Weißt du, wer es ist? Genau, also der macht das nicht mal, weil der umgezogen ist. Aber du weißt, wer du bist, Digga. Schlimm. Und der war auch so, der ist auch voll oft so, ich war voll oft bei dem zu Hause und sowas, in dem sein blinder Nachbar ist auch so voll oft so vorbeigekommen und sowas. Und dadurch, dass ich dann den auch den blinden Nachbar kannte, war es noch viel schlimmer, Mann. Der arme Kerl. Vielleicht hat er jetzt immer noch so ein Pack dort rumliegen oder sowas. Schlimm, schlimm. Es gibt so einen Kerl hier, der ist 27 und der hat mit seiner 17-jährigen Freundin Schluss gemacht und mein Cousin meinte so, er wüsste, wie sich das anfühlt, weil er auch schon mal Sorgerecht verloren hat. Ja, Mann, das ist aber nicht derselbe Cousin, von dem ich gerade eben hier geredet habe, sondern jemand anderes. Ja, Mann, schlimm. Niggas und Pedos hier draußen. Mein Cousin hat gesagt, ich mach Mucke für Niggas, die eine gute Todesmeer-Gesichtsmaske genießen können, aber auch am Wochenende Niggas in den Halsboxen. Facts. Facts. Wer hat noch nicht mal so Kobe gehört und hat so gesagt, weißt du was? So, ich genieße erstmal eine gute Maske und dann boxe ich irgendeinen Nigga in die Throat lange. Totes Meer auch, beste Gesichtsmaske. Das ist die einzige, die ich benutze. Und was ist denn diese schwarze noch? Black Mask. Black Mask. Mein Cousin hat gesagt, NSA hat Angela Merkels Computer gehackt und ihre meistbesuchte Seite war Hornbach. Und das war so ein Joke, das hat Timo von Breitband, hat das einfach so random, hat er das gedroppt. Ich habe 3 Tage darüber kaputt gelacht, weil ich mir so vorstelle, wie Angela Merkel einfach so Dings, so weiß ich nicht, so Akkuschrauber, so Scheiß anguckt. Aber so heimlich und NSA erwischt die so. Ja.
Bro, ich lasse es so stehen, Alter. Ich kann dazu nichts hinzufügen. Politiker schämen sich nicht mit einer Politiker schämen sich nicht mit so einer Hairline ablichten zu lassen und erwarten, dass man sie wählt. Ich musste Photoshoppen, ja, Mann. Da habe ich, wie heißt der Stefan Kaufmann? Von der CDU nehme ich an. Hab ich dem eine Hairline hergeschoppt. Ja, Mann, genau, stimmt. Aus Stuttgart für Stuttgart. Ja, Mann, brazy, Alter. Ich habe das gesehen und ich dachte, wie kannst du dich mit so einer Hairline einfach so fotografieren lassen und erwartest du, dass Leute dich wählen lange? What the fuck? Hätte mich engagieren lassen, ich hätte ihm frisches Line-up gemacht, Bruder. Was ist das? Das ist atrocious, lange. Wladimir Putin arrested at the grocery store in Florida. Das ist einfach nur lustig. Das ist irgendein alter Nigga. Da steht Wladimir Putin. Crazy. Ihr Frauen hassen den Nigga seid weird. Verfasst eine 10-seitige Insta-Story, warum Weltfrauentag ungerecht ist und warum Feminismus der Untergang der Menschheit ist. Halt wenigstens heute in der Mauer, Bro. Sag einfach frohen Weltfrauentag und geh. Ja, Mann. Das war Weltfrauentag. Und da haben so. Ich hab so voll viele Leute einfach auf Instagram gesehen, die so gesagt, ja, von ungefähr, was Weltfrauentag. Also ich habe gesagt, Junge, sag doch einfach frohen Weltfrauentag und halt dein Maul lange. Shoutout an Frauen an der Stelle, Mann. Ist immer noch so, ich fühle mich immer noch so. Was ist das diese mit dieser Weirdos lange? Frauen hassen Niggas. Und das war's.